Hallo ihr lieben Bücherfreunde und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in meinem Documentary Live Video vom August hat der eine oder andere vielleicht schon erkannt, dass ich ja ein paar Tage in der Schweiz verbracht habe und neben ja sehr, sehr wunderschönen Wanderungen habe ich natürlich auch mal ja mich umgeschaut in einer Schweizer Buchhandlung. Dabei ist mir ein Werk aufgefallen, welches ich gedanklich quasi nach Hause gebracht habe. Ich habe es da nicht gekauft, weil die Preise in Schweiz doch etwas teurer sind und ja, Bücher gefühlt das Doppelte kosten als hier in Deutschland. Und natürlich kennen auch die, ja, die Schweizer keine Buchpreisbindung, so wie es hier in Deutschland üblich ist. Und ja, zu Hause hat mich dieses Werk einfach nicht mehr losgelassen und ich habe einfach mal beim Verlag nachgefragt, ob ich dieses Werk als Rezensionsexemplar erhalten könnte. Und so ist es und aus diesem Grund möchte ich mich natürlich erstmal sehr, sehr recht herzlich bei der Frankfurter Verlagsanstalt bedanken für dieses Rezensionsexemplar. Aus diesem Grund werde ich jetzt hier auch wieder Werbung einblenden, nur falls ihr euch ja wundern solltet. Ja, um welches Werk es sich nun eigentlich handelt, das seht ihr jetzt. Wie ihr gerade gesehen habt, möchte ich euch heute das Buch Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat, von Demian Lienhardt aus der Frankfurter Verlagsanstalt vorstellen. Auf den 378 Seiten ja, erzählt uns die Ich-Erzählerin Alba ihr ja, ganz persönliches Leben bzw. nimmt uns immer mal wieder mit ja, in vielen verschiedenen Situationen in ihrem Leben. Alba wird dabei ja durch die Beziehung bzw. ungesunde Beziehung zu ihrer Mutter ja den unheimlich ja, starken Aufkommen von Selbstmorden in ihrer Stadt, in der sie aufwächst und ja durch den Verlust ja, ihres Vaters, ihres Stiefvaters und ihrer Schwester sowie ja, ihres Freundes Jacks sehr, sehr stark beeinflusst. Ja, wir begleiten sie im Endeffekt eigentlich bis zum Tiefpunkt ihres Lebens. Ja, bei diesem Werk handelt es sich um das Erstlingswerk des Autoren und damit mein zweiter Debütroman. Ich hatte euch ja letztens schon ein ja, Debütroman vorgestellt und ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich hier für dieses Buch wirklich öffnen muss beziehungsweise meine Erwartungen ein Stück weit runterschrauben sollte, damit ich diesem Werk ganz, ganz offen, ja, ganz offen herantrete und ich dem Buch auch die Bühne gebe, die es einfach verdient hat. Und ich bin sehr froh, dass ich an dieses Werk so herangegangen bin, weil ich glaube, dass ich sonst nicht offen genug für dieses Buch gewesen wäre. Das hat eigentlich relativ ja, verschiedene Gründe. Zum einen ist es einfach der Grund, dass Alba, die Ich-Erzählerin, ja, eine sehr, sehr eigene Protagonistin ist, aber überhaupt nicht unsympathisch, aber sie hat halt einfach ihren ganz eigenen Humor und ja, Alba ist auch ja, eine Ich-Erzählerin, die nicht hundertprozentig ja, die Wahrheit sagt, beziehungsweise einem auch gerne mal das erzählt, was sie sich gewünscht hätte und um am Ende dann kleiner so ein bisschen, ja, zu gestehen, dass es dann vielleicht doch etwas anders gelaufen ist, als sie erzählt hat. Und in manchen Situationen bleibt sie uns manchmal auch die komplette Wahrheit einfach schuldig. Des Weiteren hat der Autor ja einen sehr, oder der Autor legt der ja, Protagonistin Alba eine sehr, sehr eigene Art zugrunde. Und zwar, wie ich ja gesagt, hat sie ihren ganz eigenen Humor, ihre ganz eigene Art und Weise. Und das Ganze wird auch nochmal durch diese ja, sarkastisch-ironische Art und Weise ja, untermalt. Dieses sarkastisch-ironische, muss ich ehrlich sagen, mich hat es überhaupt nicht gestört. Ich fand es sogar, dass es absolut passt zu ihr und dass es auch nochmal ihre totale Zerrissenheit unterstreicht, ihre Rastlosigkeit und dass sie einfach nicht weiß,
wohin mit sich bzw. was er mit sich anfangen soll. Es unterstreicht viele Beziehungen und es sorgt auch dafür, meiner Meinung nach, dass der Autor wahnsinnig mit den Gefühlen des Lesers spielt. Man hat in dem einen Gefühl, dass man am liebsten Alba aufhalten würde, den Weg zu gehen, den sie gerade geht. Und man denkt so, nein, geh nicht den Weg, den du gerade einschlägst. Geh woanders hin, mach was anderes. Und zum anderen sorgt es halt auch im nächsten Moment dann sofort, dass man schmunzeln muss, dass man lachen muss. Lachen ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber dass man schmunzeln muss und dass man bitter lachen muss manchmal auch. Das unterstreicht so einfach komplett die Ich-Erzählerin. Und man kriegt auch ein wahnsinnig intensives Gefühl der Ich-Erzählerin, meiner Meinung nach. Aber wie ich schon bereits angedeutet habe, kann ich mir vorstellen, dass dieser sarkastische und ironische Ton, dass das vielleicht für manche zu viel ist und vielleicht auch für manche drüber. Aber ich finde, dass man sich dem Ganzen wirklich öffnen muss, weil man hier ein unheimlich gutes Werk liest und auch wahnsinnig viel mitbekommt. Des Weiteren, was ich nicht gewusst habe und was ich sehr, sehr gelungen finde, war, dass der Autor, das Damian Lienert, hier uns ein sehr, sehr dunkles Kapitel der Schweizer Geschichte erzählt. Und zwar das Drogenproblem, beziehungsweise Züricher Drogenproblem der 80er und 90er Jahre. Ich wusste nicht, dass ich mich in diesem Werk damit beschäftige. Das soll gar nicht heißen, dass ich es dann nicht gelesen hätte, gar nicht. Ich wusste aber einfach nicht, dass Zürich ehrlich gesagt so ein Drogenproblem in den 80er und 90er Jahren hatte und dass die Politik auch so einen Umgang damit hat. Dieses ganze Geschichtliche bzw. das Aufarbeiten dieser Zeit hat der Autor meiner Meinung nach wahnsinnig gut geschafft. Man hat das Gefühl, man bekommt ein unheimliches Gefühl für diese Zeit bzw. wie das zur damaligen Zeit einfach gewesen sein muss. Und er weckt einfach auch das Interesse daran, sich mit dieser Zeit und mit diesem Drogenproblem in der Schweiz sich mal zu Gemüte zu führen und sich damit weiter auseinanderzusetzen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung hatte, dass Zürich so ein Problem mit Drogen hatte, beziehungsweise dass die Schweiz allgemein ein sehr, sehr starkes Drogenproblem zu der Zeit hatte. Ich weiß gar nicht, inwieweit das jetzt immer noch so ist, das müsste ich mal noch recherchieren, aber ich habe mir dann doch schon für die Zeit relativ viele Artikel und auch Reportagen angesehen. Fand ich unheimlich interessant und ich fand, dass dem Lienert hier einfach es gelungen ist, einfach Interesse zu wecken mit einer sehr, sehr starken, sehr, sehr kantigen Protagonistin, die durchaus nicht jedem sympathisch ist, aber ich finde, dass ihre Beweggründe wahnsinnig gut aufgearbeitet sind und sie für mich auch immer logisch waren und man, also logisch im Sinne von, wir haben hier eine sehr junge Protagonistin, aber ihr Verhalten ist durchaus immer sehr, sehr nachvollziehbar, beziehungsweise vielleicht nicht immer für einen, aber man kann sie schon verstehen und man kann sie schon in sich hineinfühlen. Ich persönlich kann euch dieses Werk nur uneingeschränkt empfehlen. Ich hoffe, dass ihr diesem Buch einfach mal eine Chance gebt und vielleicht ist es ja was für euch. Ich kann euch definitiv sagen, dass es für mich ein Jahreshighlight 2019 definitiv ist, auch wenn das Jahr jetzt noch 2,5 Monate hat, aber es gehört definitiv für mich zu den Jahreshighlights. Ich bin natürlich auch dadurch, dass mich dieses Werk so wahnsinnig begeistern konnte, sehr, sehr gespannt, was der Autor noch schreiben würde, weil es ja nun auch schon erst sein Erstlingswerk ist, muss man auch sagen. Und ich bin schon sehr gespannt, was von ihm noch kommt. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht kennt ihr das Buch auch schon, vielleicht habt ihr es auch schon gelesen. Und mich würde dann interessieren natürlich,
ja, wie eure Meinung zu dem Werk ist, beziehungsweise wie ihr es empfunden habt. Und falls ihr es noch nicht gelesen habt, ja, ob ich euch neugierig machen konnte. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen sehr, sehr schönen Tag und schöne Lesestunden. Und bis dahin, tschüss!